Yo, was geht Leute? Blatt ist mal wieder am Start mit einem neuen Pokémon Omega Rubin Part. In dem letzten Part, Leute, hatten wir den Schlotberg erforscht und dort diverse Team Magma Mitglieder zerfetzt und besiegt und hast du nicht gesehen, Bruder. Und wir hatten außerdem den Team Magma Boss Mark besiegt, ja. Ich glaube, das war wirklich der Höhepunkt im letzten Part. Ich fand ihn... Szene im letzten Part wirklich sehr gelungen, habe ich ja bereits schon im letzten Part so gesagt. Ich meine, allgemein der Aufbau vom Schlotberg, der Schlotberg sieht jetzt wirklich aus wie ein Vulkan. Ich meine, im Originalspiel sah es aus wie so ein Wasserding, nur dass es rot aussieht. Hätte auch ein Blutbad sein können, ja? Aber hier im Spiel merkt man wirklich, es ist ein Vulkan. Oh mein Gott. Und das finde ich dann wiederum voll geil. Ne? Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich war atmosphärisch sehr vertieft. Ja, hat mir auf jeden Fall noch viel besser gefallen mit Atmosphäre. Ja, ich war einfach nur mittendrin und statt nur dabei. Hat sie auch gesagt. Und fand ich alles voll toll und so. Ich hatte mich im letzten Part auf den Kampf nicht wirklich so wirklich konzentriert. Ich meine, ich hatte das eher unbewusst gemacht. Aber ich kann mich erinnern, dass er einen Kamerupt und einen Golbat hatte, der gute Mark. Und ich glaube, der Kampf ging eigentlich sehr schnell mit dem. Ja, ich glaube, das war keine wirkliche Challenge. Aber oh, das geht schon fit. Ich meine, er hat ja auch nicht seine Pokémon mega entwickeln lassen. Oh mein Gott, mega entwickeln lassen? Klingt das richtig? Ich glaube schon. Ihr wisst schon. Deshalb konnten wir den Kampf sehr locker meistern. So, mal gucken, was hier noch gibt. Ich hatte im letzten Part einige Sachen hier übersehen oder eher gesagt überlassen oder... Keine Ahnung, ich habe sie einfach nicht mitgenommen, da ich einfach keine Zeit mehr hatte. Und das gilt es dann auch nachzuholen, ja. Ah, das war ja klar. Genau, auf der letzten Grasfläche musste so ein Pokémon-Kampf kommen. Und hier kommt ein Spoink, oh my god. Soll ich das töten? Warte mal, ich habe ja Gewissheit. Hoffentlich bekomme ich kein schlechtes Gewissen. Verdammte Kacke. Naja, der war nicht übel. Der gefiel mir persönlich sehr gut. Ich muss immer noch schmunzeln, da er so gut war. So, was gibt's hier unten? Ich glaube, gar nichts. Ich glaube, ich sollte eher nach oben gehen. Verdammte Scheiße. Ah, okay. Warum springe ich immer noch? Ich weiß es nicht. Das ist einfach nur blöd. Blöd ist das von mir. Ein Kamaup. Ah, das ist wunderschön. Warum habe ich keinen Top-Schutz aktiviert? Werde ich gleich mal tun, denn ich habe keinen Bock mehr auf diese Kämpfe. Noch 10 Level, Leute. Noch 10 Level fehlen mir und dann werden sich die meisten meiner Pokés entwickeln. Das ist ein sehr hübscher Gedanke. Das ist wunderbar. Gefällt mir jetzt schon. So, mehr oder weniger. Gibt es hier was Verstecktes? Warte mal. Scheint mir sehr skurril, dieser... Hä, wozu? Ah, verdammte Kacke, Alter. Das ist doof. Dann eben nicht. Ja, ich möchte gerne alles finden hier. Ich werde mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen dazu. Ich meine, warum auch nicht, oder? Du. Vibe. Oh. Während meinen Wanderungen halte ich immer Ausschau nach Pokémon. Ich will ja nichts sagen, aber das ist ein Kind von maximal 8 bis 10 Jahren. Und, warum wandert die alleine auf so einem Berg rum? Kann mir das irgendein Wesen von euch erklären? Eine logische Erklärung. Wer lässt sein Kind wandern? Mit 8 bis 10 Jahren irgendwas dazwischen? Also ich auf jeden Fall nicht. Also mein Kind wäre dann eher zu Hause und würde Pokémon suchten. Die suchtet Pokémon auf einem ganz anderen Level. Ich meine, die ist mit dabei anstatt nur... Nee, warte, mittendrin statt nur dabei. Genau, das wollte ich sagen. Trotzdem finde ich das ein bisschen... krass. Ja? Ich weiß, ich laber scheiße, Leute, aber muss ja auch sein. Trotzdem wird das ein bisschen krass mit dem Kind. Ich meine, das muss ja nicht sein, oder? So ein kleines Kind im Arsch der Welt, ganz alleine. Das geht ja nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht wirklich kämpfen. Ach nee, gar nicht. Ich wurde auch fast nicht herausgefordert. Nein. Nein. Aber, Mann, warum springe ich immer runter? Es sieht irgendwie gar nicht danach aus, als ob man hier runterspringen könnte, ne? Das ist voll der Mindfuck. So, rauf hier. Okay, ich werde ein bisschen hinne machen, denn ansonsten verliere ich hier nur noch Zeit. Oh yeah. Jumping over the earth. Das macht keinen Sinn. Over the earth, eher gesagt. Verdammte Kacke. Ich habe einige Trainer übersehen. Das ist ja schlimm.
Ja, Gott sei Dank haben die nur ein Pokémon, ansonsten wäre das jetzt voll mies. Ja, dieser Part sollte eigentlich der Stadt Lava, also der Stadt Bad Lavastadt gewidmet sein, denn ich wollte da einiges erforschen und alles zeigen, was es da so gibt, aber ich glaube, ich komme nicht mehr dazu, oder? Ich komme schon dazu, aber naja, ich glaube, zum Arena-Kampf werden wir vielleicht nicht mehr kommen. Mal sehen. So. Ach, ich glaube, wir werden doch dazu kommen, ich weiß nicht. Auch wenn der Part etwas länger dauern wird, ist es, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich will den Orden in diesem Part noch bekommen. So. Nochmal rauf hier. Ich glaube, ich sollte meine Pokémon hier wechseln. Das wäre auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Milzang wäre nicht die beste Wahl. Ich glaube, ich werde zu Croak wechseln. Zwar wäre Morabel wirklich hier die beste Wahl gewesen, aber trotzdem. So, du. Oh, eine alte Omi. Bei den heißen Quellen konnte ich meine Müdigkeit abschütteln. Nun fühle ich mich richtig stark. Bei den heißen Quellen, ne? Ja, alte Leute feiern ja gewöhnlich heiße Quellen und so Dampfbäde. Dampfbäde, ist das die Mehrzahl von Dampfbad? Dampfbäde? Ich hoffe es. Falls nicht, dann könnt ihr mich bestimmt da noch ein bisschen unterrichten, Leute. Ne? Oh, das war nicht effektiv. Oh, oh, das könnte gefährlich werden. Warte mal, warte mal. Ich mache Protz an dieser Stelle, damit ich meinen Angriff sowohl als auch meine Verteidigung ein bisschen stärken kann. Und danach, Obleitieb. Hey. Ja, das hätte definitiv gefährlich werden können. Ich meine, hätte Medici jetzt Konfusion eingesetzt. Oh mein Gott, das wäre nicht mehr feierlich gewesen. Denn, Medici hat gerade seinen Angriff um 2 Stufen gestärkt, also seinen Spezialangriff, und Konfusion hätte dann sehr, sehr viel Damage gemacht. Ich mache nochmal Protzer, um meine Verteidigung ein bisschen zu stärken. Oh mein Gott, du bist ein Drecksack. Du! Genau du, Hariyama, du bist ein Drecksack. Aber ich glaube nicht, dass das eine kluge Entscheidung war. Sandkopfstoß. Abschlag. Und mein Item wurde mir abgeschlagen oder so. Oder weggeschlagen, was auch immer. So, weg mit dir. Wunderschön. Expertin. Naja, ich weiß ja nicht, ob sie eine Expertin ist. Ich glaube eher. Naja, ich zweifle eher daran. Auf jeden Fall finde ich es ganz cool, dass so eine alte Omi immer noch mit dabei ist. Ich meine, die macht es noch mit den Pokémon. Das finde ich cool, ne? Ich meine, das sieht man ja auch nicht oft. So. Okay, ich muss hier noch gucken. Ich glaube, im letzten Part war ich hier schon. Ja, der fette Wanderer, den hatte ich auch besiegt. Und genau, das hatte ich auch vergessen. Hyper-Eiler. Ansonsten aber, glaube ich, hätten wir jetzt alles. Falls ich was übersehen habe, werde ich das irgendwann im Leben holen. Oder auch nicht, keine Ahnung, denn ich bin viel zu faul zu. Deshalb werden wir es wahrscheinlich nicht holen. Außer es gibt einen Grund dazu, aber ich glaube eher weniger. Warte mal. Oh. Oh, hier kann man mittlerweile hin und wieder zurück. Das ist ja mal was ganz Neues. Okay, nicht unbedingt. Also man kann zwar da. Ja, okay, man kann bis hierhin. Aber wenn man hier rüber springt, hat man auf jeden Fall die Arschkarte gezogen. Dann kommt man nicht mehr so schnell wieder zurück. Ich würde gerne nach Malmfroh City, aber wenn ich diese Stufen hinuntergehe, wird es nicht einfach wieder nach Bad Lavastadt zurückzukehren. Ja, ich finde es doof, dass man hier nicht runtergehen kann und wieder hingehen kann, ja. Also ich finde, nachdem man Bad Lavastadt betreten hat, sollte hier so ein Weg geöffnet werden. Ja, also das wäre auf jeden Fall, eine gute Möglichkeit dann. Also man müsste da nicht die ganze Zeit, also immer wieder nach Bad Lavastadt latschen, Alter, das ist schon doof. Ich meine, solange man nicht fliegen hat, ist es dann schon ein bisschen blöd, jederzeit hinlatschen zu müssen. Ich meine, muss ja auch nicht sein, oder Kinder? Das ist ja auch ein bisschen blöd. So, was gibt es hier? Wie wäre es mit etwas Kumu-Milch vor dem Bad oder für danach? Ein Dutzend. Ein Dutzend billiger. Kennt ihr das noch? Ein Dutzend billiger? Ist ein Film, der mir gerade nicht einfällt. Ja, das war das mit der Familie. Ich kann mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall so eine Familie, die, glaube ich, irgendwo in den Ferien fährt. Und dann passieren Sachen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich den nie ganz zu Ende gesehen. Also ich weiß nicht wirklich, was alles passiert, was eigentlich voll billig ist. Und ich habe vergessen, hier reinzugehen und zu gucken, was Dingens hier macht. Oh, es gibt 2 Stück. Okay.
Ja, für Weiber und für Männer, würde ich mal schätzen. Man kann trotzdem die andere Seite sehen. Ja, genau. Oh, warte. Gab es nicht? Genau, hier sollte es irgendwo ein Item geben. Ich glaube auf der anderen Seite, mal gucken. Darf ich da überhaupt hin? Darf man da als Kerl überhaupt... Man darf da rein? Als Kerl darf man da trotzdem rein? Ja, so habe ich es auch noch nie gesehen und probiert schon gar nicht. Mit einem Fahrrad in einem Dampfbad. Das ist äußerst bemerkenswert. Bricks, Bloody, das machst du wunderschön, oder? Das ist wunderschön. Mit einem Fahrrad, Alter. Wie kommt man auf so eine Idee, Alter? Was geht mit dem? So, Eisheiler. Genau, wie auch damals kann man hier einen Eisheiler finden. Damals gab es nicht dieses Ding hier, das die zwei Quellen trennte. Da war, glaube ich, nur eine einzige Quelle und da konnte jeder hin. Finde ich auch besser. Warum sollte man zwischen den zwei distanzieren? Ich meine, warum sollte man dann so eine Gabelung draus machen? Also, ja, die Männer dürfen da rein und die Weiber dürfen dann auch da rein. Also, ich weiß ja nicht, wer von euch schon in so einer Sauna war. Ich, für meinen Teil, war da schon sehr, 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 sehr oft und da wird man auch nicht gefragt. Ich meine, gehen die Weiber in die Sauna rein und die Männer und da ist das Schnuppe. Ich meine, da wird auch nicht wirklich differenziert, ob da männlich oder weiblich ist, ne? Finde ich auch gut. Ich meine, warum auch? Ja, keine Ahnung. Ich konnte gerade ein Ei bekommen. Ich glaube, das sollte ein Dingens sein. Wie heißt das? Esso! Ich bade jeden Tag in den heißen Quellen dieses Kurorts. Ich will nämlich eine ebenso schöne und starke Arena-Leiterin wie Flavia werden. Naja, soweit ich weiß, ist Flavia nicht wirklich... ich weiß ja nicht. Flavia ist im Anime ja so eine Anfängerin. Und ob sie wirklich was mit dem Baden zu tun hat, also mit der heißen Quelle oder so, ich glaube zwar ja nicht. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Naja, trotzdem, das Spiel ist ja nicht wirklich... Also, die bauen ja nicht wirklich auf den Anime auf. Ich meine, es gibt ja da auch schon Differenzen. Ja, so viel mal dazu. Topschutz kann man sich 8-mal gönnen, würde ich mal schätzen. Läuft bei mir. Das und dann auch Sachen verkaufen. Habe ich irgendwas zu verkaufen hier? Commitstück, genau, Commitstück. Und Nuggets. Und jetzt habe ich wieder Geld. Läuft. Und Steinknochen. Alter, läuft bei mir. Wäre voll viel Geld jetzt. Wunderschön. So, ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes. Diese Menschen erzählen mir nur vom Leben, wie man seine Pokémon wieder aufheilen kann, wie man seine Heil-Items benutzen soll und hast du nicht gesehen. Alles sehr, sehr uninteressant, ja. Mit der hatte ich gerade gesprochen. Das war das mit dem Kurort. Dann bleiben wohl nur noch diese zwei Häuser hier zu erkunden, ja. Zickzacks! Hallo Zickzacks, was geht? Es heißt, dass in der Pension ein Ei gefunden wurde, nachdem zwei Pokémon zur gleichen Fliege gegeben wurden. Die haben es gut, ich bin ganz neidisch, ich möchte auch ein Ei finden. Ja, dann musst du nur zwei Pokémon in die Pension schicken und dann, du weißt schon, die machen dann die eine Sache da und dann hast du ein Ei. Also, genau wie bei den Menschen, also. Muss ich halt gedulden, dass sowas dauert halt. Ich meine, so ein Ei kommt auch nicht von einem Tag auf den anderen auf die Welt. Eigentlich schon, wenn man Brutkraft 3 hat, dann eigentlich schon. Das macht keinen Sinn. Warum bekomme ich von ihm Holzkohle? Man hat sowieso nichts von. Ich meine, Feuer-Pokémon sind in dieser Arena ja zu nichts zu gebrauchen. Also, da hat man auf jeden Fall gelitten. Heilpuder, ein bitteres medizinisches Pulver, das alle Statusprobleme eines Pokémon aufhebt. Kann ich eigentlich Hyperheiler kaufen? Gibt es das soweit? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, ehrlich gesagt. Hyperheiler. Ja, habe ich. 10-mal. Ja, okay. Ich glaube, man kann es kaufen. Dann brauche ich dein Energiedings da nicht mehr. Oder wie heißt es? Heilpulver, genau. Energiestaub füllt 50 KP wieder. Das ist blöd. Eine bittere Wurzel. Sie füllt die KP eines Pokémon um 200 Punkte auf. Sehr, sehr nützliches Ding. Ist eigentlich sowas wie Hypertrank. Also sehr nützlich. Warte mal. Ich glaube, ich werde mir 10 Stück von kaufen.
Man kann die nämlich immer gebrauchen. Vitalkreuzer werde ich mir auch kaufen, denn ein Vitalkraut bewirkt folgendes. Ein bitteres medizinisches Kraut, das kampfunfähige Pokémon belebt und die KP vollständig wieder aufhält. Wunderschön. Also Top-Beleber, nur halt noch praktischer. Man kann es nämlich hier kaufen, was man ansonsten in den Pokémon-Spielen nicht machen kann. Also man kann keine Top-Beleber kaufen, was voll blöd ist. Deshalb hat man aber Vitalkräuter zur Verfügung, die man sich natürlich kaufen kann. Und das finde ich sehr, sehr cool, ne? Ich meine, ja, bockt schon. So, die Arena ist angesagt. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich noch schaffen werde. Trotzdem werde ich mir die Mühe geben und probieren, alles hier zu kloppen, was das Zeug hält. Ich kann mehrere meiner Pokémon gar nicht mehr benutzen hier, denn, ist halt nicht möglich. Mein Baum-Pokémon, also Baumfried, ist in dieser Arena absolut nicht zu gebrauchen und auch nicht zu empfehlen vor allem. Was ist das denn? Oh. Oh. Achso, das funktioniert so. Das ist ja anders, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall nicht so wie im Original. Die Idee finde ich eigentlich ganz gut. Geht, also es ist ganz okay, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall besser als das Original, aber trotzdem fehlt mir das gewisse etwas. Bisher auf jeden Fall. Ich persönlich wünsche mir Rätsel in so einer Arena. Und hier hätte man wirklich so eine Kleinigkeit einbauen können, ich weiß nicht. Hätte Fahrradkette, würde ich sagen, einfach in diesem Fall, ne? So ist es eigentlich auch ganz okay, aber ich weiß nicht. Immer bevor ich zu einem Arena-Leiter komme, möchte ich noch gerne so eine kleine Challenge haben. Ich will nicht sofort zu dem kommen. Ich will zuerst mich durch alles durchkämpfen, Rätsel machen und mir die Mühe machen, keine Ahnung, irgendetwas zu machen. Boah, das war. Ich habe das so schön ausgedrückt. Ich habe mich so gut formuliert. Das ist der Wahnsinn. Ja. So, ich glaube, ich werde alle Trainer kloppen, denn ich möchte ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Geht das überhaupt? Naja, egal. Ein paar Erfahrungspunkte, das klingt dann schon ekelstück. Und er hat einen Smogon in der Feuerarena. Ja. Hat ja auch so viel hier drin verloren. Lebensschuss wird ja wohl nicht klappen, also nochmal Wasser sollen. Okay. Und hier nochmal Geheimpower. Bam! Die Kampfanimation werde ich anmachen, sobald wir vor dem Arenaleiter stehen oder eher gesagt vor der Arenaleiterin. Denn sie ist weiblich, logischerweise. Stellt euch das mal vor. So, es gibt hier noch. Also, ich kann hier rein und zum anderen kann ich auch noch hin. Das ist blöd. Ich habe die Qual der Wahl. Warte mal, das andere hätte mich dorthin geführt, oder? Ja, hier kann ich sowieso nichts machen. Also, ist das wohl der falsche Weg. Ja, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Es sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Ich würde es auf jeden Fall nicht nachmachen. Sagen wir es mal so. Ey, du! Drecksack! Ah, Mann. Ich versuche, hier Stress abzubauen. Abzubauen? Okay. Was fällt dir also ein, mich zu stören? Ja, Stress abbauen. Naja, ich würde dir dann eher eine Sauna empfehlen oder halt ein Dampfbad. Ich meine, das kommt immer gut, wenn man gestresst ist. Naja, sozusagen, also das ist sozusagen eine Dampfbad-Arena, könnte man schon sagen. Ich meine, hier dreht sich alles um Dampf und Wasser und Feuer und das ist so eine Mischung aus allem. Also hat schon irgendwie was damit zu tun. Ja. So, warte mal. Ich bin jetzt von hier gekommen, oder? Ich bin nämlich ein bisschen vergesslich. Oh, das sieht ja geil aus. Ein roter Baum. Also, naja, der Baum persönlich ist nicht wirklich rot. Also, ich meine, der Baum ist braun, kackbraun. Aber die Blätter waren rot, das finde ich cool. Ich weiß nicht, ob es wirklich Bäume gibt, die solche Blätter haben. Ich glaube schon. Aber die wachsen, glaube ich, nur zu einer bestimmten Jahreszeit und nicht so permanent. Das wäre nämlich sehr cool und es wäre ein bisschen skurril, aber es wäre auf jeden Fall sehr cool. Oh, der hat seinen Angriff ein bisschen gestärkt. Oh, das ist wunderschön. Initiative wurde nämlich gesenkt und wir können Medici mit einem weiteren Schlag töten. Sehr gut. Ich möchte nämlich hier verhindern, dass ich zu viel Damage auf die Fresse bekomme, denn ich will sofort bereit sein für die Arenaleiterin, ohne viel Damage zu kassieren, damit ich mich auch nicht nochmal heilen muss, also aufheilen muss, bevor ich in diesem Kampf hier gerate. Oh, das hier war, genau, sehr gut. Ein weiterer Weg, der mir nichts bringt, das ist wunderschön.
So. Oh. Trainer, komm her. Ninja. Ha, das war unachtsam von dir. Jetzt wirst du große Mühe haben, bla bla, der Ninja, bla bla. Ach ja, Kleiner. Ja. Ist das Naruto für Arme, dieser kleine Junge? Ich glaube schon, ne? Ich will aber gerne wissen, wer das mit dem Unterwasser macht. Ich meine, er muss ja auch atmen nach einer Zeit. Ich glaube, wenn ich hier eine Stunde lang rumhocken würde, würde er trotzdem nicht auftauchen. Und das wäre schon sehr, also sehr skurril, ja? Ich meine, sowas ist einfach gefährlich. Würde ich auf jeden Fall keinem empfehlen. So, Everglade möchte gerne Steinhagel erlernen. Ich werde dafür Heuler wegmachen. Jetzt haben wir eine Bodenattacke, eine Gesteinattacke und eine Wasserattacke, ja? Vielseitig, ja? Das ist wunderschön. Okay, ich gehe mal zuerst hier rein und danach zu dem anderen. Oh, scheint falsch zu sein. Sieht aber sehr hübsch aus, ja? Oh, Flavia, was geht, Maus? Ich glaube, Flavia ist in diesem Spiel mit Abstand die hübscheste Arenaleiterin überhaupt. Auf jeden Fall kann sie mit Wipke gut konkurrieren, würde ich mal schätzen, jung. Oh, Astrina, was geht? Kann dein Pokémon-Team die Hitze meiner Pokémon wegstecken? Eigentlich schon. Ich meine, ich habe ein Wasser-Pokémon und der steckt alles weg. Ich meine, an Hitze, denn er ist ein Wasser-Pokémon. Er verdünstet nicht, denn er ist ein Wasser-Pokémon. Ich laber Scheiße. So. Ich glaube, ich werde mir noch eine Beere reingeben, bevor ich in dem Kampf da gerate, also mit der Arena-Leiterin. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr gute Entscheidung. So, ich wechsle zu Croak. So. Kecleon, okay. Ich setze den Protz ein. Ich glaube, 1 bis... Oh, fuck. Ah, das war blöd. Hab irgendwie nicht so weit nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich probier's mal mit Melly. Oh, und hier werde ich mit Absicht Doppelhieb einsetzen, Alter. So, jetzt wird er zu Typ Drache. Was wunderschön ist, denn jetzt ist meine Drachenattacke sogar effektiv gegen Keklon. Das ist doch wunderbar. So kann man sich selber im Arsch ficken. Das ist blöd. Ja, ich glaube, das hätte ich gerade nicht sagen sollen. Huh, ups, sorry. Melly probiert Drachenklaue zu erlernen oder versucht Drachenklaue zu erlernen. Ich werde Doppelhieb wegmachen und ihr dann Drachenklaue beibringen. Lohnt sich auf jeden Fall, ist glaube ich doppelt so stark. Aber eigentlich kommt es auf das Gleiche hinaus. Ich meine, Doppelhieb wird ja zweimal eingesetzt. Und ich glaube, jeder Schlag ist dann 40, also hat eine Kraft von 40. Also ist es insgesamt dann eine Stärke von 80. So, oh, hier gibt es weitere Trainer. Oh mein Gott. Das kann ja nicht sein, Alter. Ich werde es trotzdem mit Baumfried hier versuchen. Und ich glaube, ich muss sowieso meine Pokés danach aufwählen. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Ja, ich sehe schon, wir nähern uns der 30-Minuten-Quelle. Boah, Quelle klingt... Oh, Quelle, versteht ihr? Weil wir gerade in einer... Naja, nicht wirklich Quellenarena sind, aber... Keine Ahnung. Irgendwas mit Wasser und so. Holzgeweih. Bam. Und down. Naja, Baumfried kann mir doch was nützen, ne? Also, der ist gar nicht mal so doof hier. Hallöchen! Oh. Ich meine natürlich, du bist ja endlich da. Ich dachte schon, du Winzling schaffst es nie her. Meine bescheidene Aufgabe besteht darin, ich meine natürlich, mein Name ist Flavia. Merk ihn dir gefälligst. Ich bin hier die Arena-Leiterin. Kapiert? Ja. Ich rate dir, mich nicht zu enttäuschen oder unterschätzen. Mich nicht zu unterschätzen, genau. Nur weil ich noch nicht so lange Arena-Leiterin bin.
Ich hab Talent. Ich hab nämlich das Talent meines Großvaters geerbt. Dürfte ich dir, ich meine natürlich, ich zeige dir jetzt die heißen Attacken, die wir in dieser Gegend entwickelt und verfeinert haben. Jawohl. Feuer frei. Ja. Naja, wenn man sich so Flavia ansieht, würde man nicht sagen, dass sie so eine Persönlichkeit hat, aber... Naja, ganz cool auf jeden Fall. Oh, die sieht schon etwas anders aus als im Originalspiel. Die Augen sind etwas anders. Die sehen jetzt so animierter aus als im Originalspiel, ja. Fällt einem auf jeden Fall sofort auf. Also mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. So. Schneckmerk ist tot wegen Lehmschuss. Läuft. So konnte ich wenigstens eine Wasserattacke sparen. Nicht, dass ich die unbedingt brauchen würde. Ich meine, braucht man halt nicht. Und ich hab trotzdem Wasser sollen viermal. Habe ich vorhin irgendwas falsch eingesetzt, Alter? Ich hab doch die Ionako-Beere benutzt. Ja, anscheinend nicht. Ich hab irgendwas verkackt. Ach, egal. So, zu guter Letzt kommt ihr letztes Pokémon. Kotel. Auch genannt Schwuchtel. Nein, nicht. Der war nicht. Ich find's trotzdem jedes Mal lustig. Oh, der macht Sonntag. Naja, Kotel, wenn... du so denkst, dann kann ich dir genauso gut eine Bodenattacke geben, wenn du meine Wasserattacken schwächen willst mit Sonntag, ne? Ich meine, kein Ding. Hier. Bams. Okay, das war ein easy run, würde ich mal sagen. Es war wirklich sehr, sehr leicht. Oh, ich darf mich bei Kämpfen nicht so verkrampfen. Das war ein sehr, sehr leichter Kampf. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe etwas übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht lange in der Leiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Ja, du bist ja ganz schlau. Oh, das sieht ja hübsch aus. Das ist ja mal ein schöner Orden. Ja genau, wunderschön. Bloody erhält das Item, Hitzekoller. Sehr gut. Hitzekoller ist eine Feuerattacke, was du nicht sagst. So, ich glaube, das war's hierzu. Hallo Maike, was geht? Bloody, es geht dir gut. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Seit diesem Zwischenfall mit Team Dingsbums habe ich mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht, weißt du? Ja, ich habe meine Stimme gerade verändert. Das ist ein bisschen blöd. Was? Du hast danach nochmal gegen diese Leute gekämpft? Und du hast gewonnen? Du bist eine Wucht, Bloody. Ich habe großen Respekt vor dir und deinem Team. Und dieser schöne funkelnde Stein, den du da hast, ist das der Meteorit, den du von ihnen zurückgeholt hast? Ach ja, hier, das wollte ich dir geben. Bloody erhält Wüstenglas. Mit diesem Wüstenglas sollst du die Wüste auf Route 111 problemlos durchqueren können. Aber warte mal, das ist ja der Arenaorden von Bad Lavastadt. Du hast also Flavia besiegt, Bloody? Dein hartes Training macht sich offenbar bezahlt. Dein nächstes Reiseziel ist bestimmt die Arena deines Vaters Norman in Blütenburg City, was? Ich will übrigens auch nach Blütenburg City. Wollen wir vielleicht zusammen hingehen, Bloody? Was meinst du? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich denke schon, lass gehen. So kann man ein bisschen abkürzen. Da wären wir. Das ist die Arena von Blütenburg City. You don't say. Ich drücke dir beide Daumen für den Arena-Kampf, Bloody. Ich will, dass du gewinnst. Also dann, mach's gut. Okay, ganz im Ernst jetzt. Wo ist die VM-Stärke? Hab ich die? Ich hab die schon? What the fuck, wo hab ich die denn bekommen? Wann und wie? Ich hab mich immer gefragt, wann bekomme ich denn die Scheißattacke endlich und jetzt hab ich die. Alter. Das ist sehr skurril. Kann mir irgendjemand sagen, wo man die eigentlich bekommt? Denn ich hab wirklich gar nicht aufgepasst im Spiel. Also... ja, ich hatte die einfach irgendwie und das war's dann auch. Das ist voll blöd. Ja, ist halt ein bisschen blöd, wenn man ein Kurzgedächtnis hat. Da vergisst man das eine oder andere. Ich kann mich noch erinnern, dass ich die unbedingt wollte, die VM. Und jetzt habe ich die, aber das, keine Ahnung, bringt mir jetzt auch nichts. Kann ich mir auch nichts von kaufen. Eigentlich schon, wir werden nämlich damit, glaube ich, im nächsten Part oder übernächsten Part zum Rätselmeister hin. Ja, der hat wieder Rätsel für uns parat und wir haben ja die VM, die wir dann auch benutzen können, um da mitzumischen. Ja, ansonsten Leute, das war's soweit von mir. Wenn euch dieser Part hier gefallen hat, könnt ihr mich und mein Let's Play mit einem Daumen nach oben unterstützen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Part. Euer Bloodius.